Moin! Wochenende ist wieder. Weiter. Sonne kommt langsam durch. Wir haben 15 Grad ungefähr, aber zwischendurch völlig dicht genebelt hier. Das Übliche, wir wissen, woher es kommt. Aber im Moment kommt mal wieder die Sonne. Vielleicht kriegen wir fürs Wochenende ein bisschen Frühlingswetter. Wäre nicht schlecht. Die Honigmann-Nachrichten vom 9. Mai 2014, Nummer 340, Ostsee. Die tiefen Wasserschichten der Ostsee sind ein empfindlicher Lebensraum, Sauerstoff schon immer Mangelware. Frisches Tiefenwasser strömt nur über wenige Zugänge hinein. Aufragende Rippen im Meeresgrund versperren diesem vielerorts den Weg. Dazu blockiert über die Senken mit dem sauerstoffarmen Tiefwasser eine weniger salzige Wasserschicht den Austausch mit der Oberfläche. Bei kleinen Zonen können Lebenswesen ihnen ausweichen. Überleben können in diesen Todeszonen meist nur noch Bakterien. Wissenschaftler aus Dänemark und Schweden haben diese lebensfeindlichen Zonen im Ostseeboden genauer untersucht, ihre Entwicklung verfolgt. Alarmierendes Ergebnis: In nur etwas mehr als 100 Jahren verzehnfachte Vergrößerung der Gebiete extremen Sauerstoffmangels. 1900 noch rund 5000 Quadratkilometer, jetzt 60.000 Quadratkilometer. Das ist schon erschreckend. Und das liegt nicht nur an den wenigen Zugang des Wassers, hauptsächlich über Skagerrak, Kattegat als großer Zulauf und einige Flüsse. Wenn sie noch so groß sind, es sind Peanuts gegenüber der Menge der Ostsee. Nochmal Ozeane. Zunehmende Verschmutzung und Vermüllung der Meere eine ernsthafte Bedrohung. Unglaubliche Mengen an Plastik, Düngemittel, Industrieabfällen, Chemikalien, Medikamenten und so weiter gelangen täglich in unsere Ozeane, gefährden Flora und Fauna. Immer mehr Tiere fällen an verschluckten Plastikteilen, weisen hohe Toxizitäten bestimmter Stoffe auf, die auch uns Menschen gefährden können. Die Landmasse der Erde sind über Flüsse und Küsten mit den Meeren verbunden. So gelangen auch unglaubliche Müllmengen in unsere Ozeane. Welt. Erst seit wenigen Jahren erkennen wir langsam die Leistung der Bodentiere und Mikroorganismen, die Stoffkreisläufe schließen, die Bodenfruchtbarkeit erhalten. Tiefgründiges Flugen, starke Düngung, Pestizide-Einsatz zerstören jedoch das Bodengefüge, das die Mikroorganismen zum Leben brauchen. Bereits ein Teil der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche der Erde ist stark geschädigt. VSA Oklahoma. VS-Geophysiker warnen vor hohem Erdbebenrisiko in Oklahoma. Vieles spricht dafür eine Fracking-Folge. Zu diesem Schluss kommen Geologen und Geophysiker aufgrund der starken Häufung kleiner und größerer Erdbeben in den letzten Jahren, Konzentration in einem Gebiet nordöstlich von Oklahoma City. Seit Oktober 2013 erhöhte Häufigkeit der Beben um 50%. Offensichtlich treten die Beben dort auf, wo in der Nähe tektonische Verwerfung gebohrt und Wasser verpresst wird. Und heute Morgen hatten wir gerade ein großes Erdbeben in Mexiko in Höhe von mindestens 6,3. Kingston, New York. Die weltweit beste Trendforscher Gerald Celente stellt Voraussagen über die globalen Finanzmärkte wie historische Ereignisse auf. Während fortgesetzter weltweiter Unruhen sagt er gegenüber King World News, dass der Westen die Welt dem Krieg gerade einen Schritt näher gebracht hat, spricht darüber hinaus auch den rapiden, sich vermehrenden, nie dagewesenen Gebrauch von Propaganda gegen Russland durch den Westen an. Schon eigenartig, dass er das darf und dass er das macht. Dennoch gehört es wahrscheinlich zum System. Man wird anschließend sagen können, wir haben es euch doch gesagt, ihr habt es nur nicht verstanden. Welt. Obwohl angesichts experimenteller Geld- und Rettungspolitik alle Voraussetzungen für einen steigenden Goldpreis übererfüllt sind, profitiert Gold davon zurzeit nicht. Warum? Blickt man auf die Intensität der seit April vergangenen Jahres besonders über die VS-Derivatenbörse COMEX vorgetragenen Markteingriffe, wird offensichtlich, dass der Preis von Gold, einziger Gegenspieler des maroden Schuldsystems, gezielt manipuliert wird. Welt. 40 Vereinigungen von Wirtschaftsstudenten aus 19 verschiedenen Ländern wollen einen Kurswechsel. Ihnen stinkt die Vermittlung der Volkswirtschaftslehre an unseren Hochschulen, kritisieren eine besorgniserregende Einseitigkeit, fehlende intellektuelle Vielfalt. Hintergrund:
Beschäftigung des Volkswirtschaftsstudiums mit immer noch hauptsächlich neoklassischen Modellen, in denen der Homo economicus vollkommen rational mit ausgefeilten mathematischen Hilfsmitteln seinen Nutzen maximieren versucht. Brasilien. Zur Vorbereitung von World Cup dieses Jahr wirft Brasilien 200.000 Menschen aus ihren Häusern, beseitigt arme Stadtviertel, reduziert öffentliche Dienstleistungen, investiert in militarisierte Polizei- und Überwachungsstaat und so weiter. Unterdessen verbreiten Proteste des Volkes und Graffitis die Botschaft, wir wollen Krankenhäuser und Schulen mit FIFA-Standard. Die Idee ist gut, sie wird natürlich nicht umgesetzt, da Brasilien unter anderem voll an der VSA hängt. Und es wird die FIFA natürlich auch. Und die FIFA gibt vor, was gemacht werden muss und darf. Es ist TTIP. Mexiko-Stadt, da kommt er. Schweres Erdbeben in Stärke von 6,4 hat die Mitte und den Süden Mexikos erschüttert. Die Zivilbehörde warnte vor Nachbeben. Venezuela. Am 6.5. meldete Radio SRF1, dass die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch die venezolanischen Regierung vorwirft, Menschenrechtsverletzungen an oppositionellen Demonstranten begangen zu haben. Wie schon in der Berichterstattung der westlichen Medien über Kiew und den Maidan findet auch in der Berichterstattung über Venezuela vorwiegend nur die Opposition Gehör. Damaskus. Damaskus habe Einladung an Russland, China, Indien und so weiter gesendet, sagte El Laman, syrischer Parlamentspräsident. Wir haben Expertengruppen aus den Ländern, die einen realistischen Standpunkt gegenüber den Ereignissen in Syrien vertreten, eingeladen, werden uns erkenntlich zeigen, wenn sie unsere Einladung zur Beobachtung der freien Wahlen am 3. Juni in einer demokratischen Atmosphäre akzeptieren würden. Australien. Ich mag's nicht, wenn Leute schlecht über Aborigines sprechen. Sie haben offensichtlich es schwer, lebend im Elend. Sie haben ihre Sprache, Kultur, die sozioökonomische Grundlage ihrer Existenz verloren. Ihnen geschah eine schreckliche Ungerechtigkeit. Das Schlimmste, die Menschen haben offensichtlich nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt, sind gerade dabei, den gleichen Fehler noch einmal zu tun. Nur diesmal sind es weiße Menschen, die ausgerottet werden. Um die Aborigines ist seitens der der Engländer immer ein Vernichtungskampf gelaufen. Die Engländer werden es verlieren. Die Aborigines werden sich über kurz oder lang wieder erholen. Moskau, NATO. Der stellvertretende Verteidigungsminister für internationale Militärzusammenarbeit, Koschelew, leider müssen wir feststellen, dass unsere NATO-Partner sich weigern, einen Expertendialog über Raketenabwehr zu führen, stattdessen auf populistische Slogans zurückgreifen. Dies und kürzliche Aussagen der NATO-Führung bestärken uns nur in der Annahme, dass die Kapazitäten des ABM-Systems gegen Russland gerichtet sind, was mit der Zeit noch zunehmen wird. Moskau, Kaliningrad. Falls die NATO ihre Militärpräsident in Osteuropa ausbauen möchte, könnte Russland nur noch Iskander-Kurzstreckenrakete in seiner Ostsee-Enklave Kaliningrad, sprich Königsberg, stationieren, sagte am Mittwoch General Buschinski, Ex-Chef der für internationale Verträge zuständigen Abteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Schwarzes Meer. Auch der Küstenschutz werde verstärkt. Bis 2020 werde die Flotte massiv finanziell unterstützt. Vorgesehen seien 86,7 Milliarden Rubel, 1,75 Milliarden Euro. Shoigu kündigte an, die Flotte werde diesen Freitag mit einer Schiffsparade vor der Hafenstadt Sevastopol an den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnern. Die Schwarzmeerflotte habe immer die notwendigen Kräfte zur Verfügung bekommen, mit dem Beitritt der Krim zu Russland seien aber Änderungen am Programm für die Entwicklung der Flotte notwendig geworden, sagte der Minister. Moskau, Ostukraine, Westen. Putin hat sein Ziel erreicht. Die Ostukraine wird gleichberechtigt am Verhandlungstisch Platz nehmen. Nun spricht vieles für einen Abbau der Spannung. Letztendlich glaube ich noch nicht. Moskau, Ostukraine nochmal.
Politik und Finanzmärkte haben mit Erleichterung reagiert, als Putin die Separatisten der Ostukraine bat, ihr geplantes Referendum am 11. Mai über die Abspaltung der Ostukraine zu verschieben. Das sei ein Hoffnungszeichen, so Außenminister Steinmeier, der hat es nötig. Aber ist das wirklich oder doch eher nur ein genialer Schachzug? Donetsk, Lugansk. Trotz Putins Appell halten die ostukrainischen Protestregionen Donetsk und Lugansk an ihren Selbstbestimmungsreferenten am 11. Mai fest. Aber soweit ich weiß, wollen sie die tatsächlich wohl verschieben. Moskau, Ukraine. Final Cunningham meint, dass es bei 50 Opfern allein an diesem Wochenende an der Zeit wäre, dass Putin Truppen in den Ostteil der Ukraine schickt. Natürlich sei das Risiko groß. Aber Washington und seine höheren Regime haben seit Wochen Russland ohne die geringsten Beweise angeklagt. Ginge Russland jetzt hinein, würde der Westen einstimmig heulen, dass eingetreten sei, was man die ganze Zeit gesagt habe. Aber wie Putin sagte, ich denke, was jetzt geschieht, zeigt uns, wer tatsächlich den Prozess von Anfang an orchestriert hat. Sehe ich auch so. Ukraine, Welt, Russland. Nichts ist so, wie es scheint, auch bezüglich Ukraine. Erstes große Ziel der NWO, globale Währung, Kontrolle über die Wirtschaft, wie Moskau 2009 auf dem G20-Gipfel verlauten ließ. Sie wollen komplette politische Gleichschaltung, das Ende aller Souveränität der Staaten. Die Einführung einer Weltwährung erleichtert und beschleunigt die Schaffung einer Weltregierung. Das ist zumindest der Plan. Es wird nicht klappen. Osteuropa, NATO, Russland. Als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt erwägt die NATO eine dauerhafte Stationierung von Soldaten in Osteuropa. NATO-Oberkommandeur Brad Love will diese Option in den Mitgliedsländern diskutieren lassen. Gleichzeitig wirft er Putin vor, die Ukraine durch Unruhestiftung zu destabilisieren. Das nehme ich eher an, dass der Herr Brad Love destabilisiert ist. Sonst könnte man sowas nicht so verlaufen lassen. Wien. Nach den Ereignissen in Slawjansk, Odessa und anderen Städten war es offensichtlich, dass die ukrainische Krise zum Mittelpunkt des Treffens werden würde. Deshalb wurde in Österreich der Teilnahme des russischen Außenministers Lavrov große Aufmerksamkeit geschenkt. Als Hauptziel setzt sich die Österreicher, dass die Mitglieder des Europarats sich nicht über die ukrainische Frage zersplitten. Hohe Wahrscheinlichkeit, dass es passieren könnte, die Gesandten der Kiewer Übergangsregierung mit Außenminister Cicica als Delegationsleiter wollten beim Ministerkomitee ein Dokument einreichen, in dem die Position Russlands scharf kritisiert wird. Große Chancen auf eine Annahme dieses Dokuments, den im Europarat sei sowas akzeptiert, sobald in einer Abstimmung die einfache Mehrheit dafür stimmt. Offenbar wollte die Mehrheit der europäischen Länder es gar nicht zu einer Konfrontation kommen lassen. Die Ukrainer legten das dem Ministerkomitee letztendlich doch nicht vor. Rumänien. In Rumänien, so scheint es, ist man schon einen Schritt weiter. Die Zeitungen scheinen die Bevölkerung nicht wie in Deutschland mit Kriegsrhetorik, Russlandhetze, Halbwahrheiten einzulullern, sondern schreiben offen über einen bevorstehenden Waffengang. Die Leser der Zeitung sind allerdings weniger in Stimmung bzw. verstehen sie zu Recht überhaupt nicht mehr, für wen oder was gekämpft werden soll. Der Westen wird das schon verstehen. Dann verstehen es vielleicht auch die Rumänen. Wir vielleicht auch oder sollen es verstehen. EU-VSA. TTIP ist dieses Handelsabkommen, welches die Unternehmen in der VSA berechtigen sollen, in Europa zum Beispiel chlorgekochte Hühner und genmanipuliertes Futter unter die Menschen zu bringen. Das TISA ist ähnlich, nur handelt es sich dabei nicht um die derzeit freie Handelsware, sondern um ein Abkommen zur weiteren Liberalisierung von Handel und Investitionen im Dienstleistungssektor. Man sieht, man geht in die Breite, man bleibt wirklich nicht nur beim Wirtschaftssektor, sondern Dienstleistungen gleich hinterher. Und dann kommt irgendwann Krankenhausbereich, Ärztebereich, Gesundheitsbereich. Wer dahinter steckt, wissen wir aber. Damit soll erreicht werden, dass zahlreiche öffentliche, private sowie gewerbliche Dienstleistungen im Interesse der Öffentlichkeit an die Gewinnerinteressenten privater ausländischer Konzerne übergeben werden können.
denkt daran, immer ausländische Konzerne, Hedgefonds oder ähnliches. Nie Deutsche. Schon gar nicht mit deutschen Inhabern. Nie. Deutschland, Europa, Welt. Wer arbeiten geht und meint, er könnte durch Konsumverzicht, also sparen, also Geldentzug des Systems austrocknen, ist quasi umsonst arbeiten gegangen. Erstens benötigt das System überhaupt nicht euer Geld, um zu existieren, weil die das mittlerweile selbst machen. Zweitens, welcher gesunde Mensch geht denn arbeiten, um anschließend Konsumverzicht zu üben? Tut mir leid, Leute, aber solange ihr alle mithelft, die Waren zu fertigen, die dann woanders verkauft werden, wird das System immer so weitergehen müssen. Nicht euer Lohn oder Gehalt ist das Lebenselixier des Systems, sondern eure Arbeitskraft, die man nicht per Mausklick wie das Geld am Computer erzeugen kann. Deutschland. Deutsche Unternehmen schützen sich gegen Überproduktion, stellen wenige Waren her, volle Lager, vorerst schwach bleibende Nachfrage. Die Preise werden deshalb nicht weiter ansteigen, allein im produzierenden Gewerbe wuchs die Produktion im ersten Quartal leicht. Hamburg. Während Bamberg zum Jahresbeginn das Pfandring-Testprojekt startete, um die Pfandflaschensammlung menschenwürdiger zu gestalten, entschied sich Hamburg fürs Gegenteil. Pfandflaschen sammeln menschenwürdiger zu machen. Was muss sich auf der Zunge zergehen lassen, so ein Müll. Mit dem Aufstellen der neuen Mülleimer werde gleichzeitig ein Sammelverbot in Hamburgs Hauptbahnhof ausgesprochen. Das Durchsuchen der Mülleimer ist nun für jedermann untersagt. Flaschensammler sammeln Pfandflaschen nicht aus Spaß. Für viele bringt das Flaschensammeln das notwendige Zubrot, um über die Runden zu kommen. Diese Anordnung aus Hamburg und die da umgesetzt werden soll, schafft ein paar Arbeitsplätze, schafft den Obersten, die abholen, richtiges Geld, nämlich dem jeweiligen Konzern, der die einsetzt, oder es wird nur ein Konzern sein. Und die ganze Umsetzung, die ganze Planerei ist ein völliger Schwachsinn vor dem Herrn. Und das von Hanseaten? Ich glaub's immer nicht. Berlin, New York. Merkel schreckt auch vom finalen bolschewistischen Terrorinstrument nicht zurück. Hat die Enteignung der Deutschen zugunsten der Wall Street unterschrieben. Alles für Goldman Sachs lautet Merkels Credo. Was unter der Regierung Schröder und Fischer eingeleitet wurde, setzt Merkel mit größerer Schärfe und Vernichtungswillen fort. Die Banken Europas dürfen weiterhin mit Goldman Sachs Rothschild wetten und natürlich verlieren. Durch das normale Bankgeschäft würde es keine Bankleiten geben. Nur die nicht zu gewinnenden Wetten erlauben die Belastung der Deutschen in Billionen. Was man mit diesen Leuten machen sollte, dürfte uns eigentlich allen bekannt sein, oder? Sie spielen mit deinem, meinem, unserem Geld. Welches Geld? Das gedruckte? Fiat-Moneys? Das, was wir in der Tasche haben, sind doch auch nur noch Fiat-Moneys. Mehr ist das nicht. Guck mal die neuen Scheine an. Berlin. Seit 2001 ist Christine Rose Möhring Gleichgestellungsbeauftragte im Bundesfamilienministerium. Vor dem Berliner Verwaltungsgericht klagen sie gegen das Bundesfamilienministerium. Eigentlich könnte sie zufrieden sein, ist sie aber nicht. Denn auch unter Bundesministerin Schwesig, so ein Emanzenvorwurf, werde sie nicht frühzeitig in Personalentscheidungen eingebunden. Wenn wir irgendwas nicht kriegen, wir sind ja Frau, wir dürfen alles, wir haben alles, wir kriegen alles, wir müssen alles, müssen wir erstmal vor Gericht. Ich glaube, diese Frauen, die in solchen Ämtern sind, oder die in der Justiz sind, und ganz toll, ich bin ja Frau Richterin, die fallen in den nächsten Monaten ganz, ganz tief. Und da behaupte ich weiter, die Frauen werden missbraucht in diesem Bereich. Wer schiebt sie vor? Kerle. Entschuldigung, es ist so, Männer. Schieben sie vor. Die ganz oben sitzen, die sich heimlich einlachen, damit dem Feminismus natürlich nicht schaden, auch wenn sie zusammengebrochen sind. Das muss man anders machen. Berlin. Nachdem an der Leipziger Universität beschlossen wurde, in der Grundordnung nur noch weibliche Bezeichnungen zu führen, auch Männer mit Herr Professoren anzureden, legte Berlin nach, wir berichteten. Völliger Quatsch, nicht? Völliger Schwachsinn, basierend auf diesem Hamburger Ding, was wir da eben hatten. Und Gregor Gysi hört nach, hört man nie von Bankerinnen oder Millionärinnen, Spekulantinnen, Lobbyistinnen reden, bleibt stets im Maskulinum.
So inkonsequent halten lediglich alle Gänseaktivisten. Der Idiot bleibt männlich. Alles klar? Das ist Zerriss, Zerstörung der letzten Sache oder der letzten Bastion unserer Kultur. Wird nicht klappen. Glaubt es mir. Und wer steckt dahinter? Entschuldigung. Die gute Nachricht. Ausschnitt aus einem langen Gedicht. Niedriger Seelenart, sich im Behagen des Glücks zu sonnen. Wohlfeile Lust, sie ward, einzig durch Zufallsgnade gewonnen. Niemals im Glücke tut hoher Sinn sich hervor, ist uns das Leben gut. Ragen wir nicht aus dem Schwarm empor, doch wieder Unheil und Schrecken, stolzig erheben sich Recken, wahrlich, das heiß ich mit Ehren, Mannheit bewahren und Mannheit bewähren. Friedrich der Große. Und den Generismus kannte er nicht, hätte ihn auch völlig abgelehnt. Ist auch völliger Müll und Blödsinn. Und das war's mal wieder für heute. Es ist eine relativ ruhige Woche gewesen. Ich hoffe, die nächste Woche bleibt auch noch ruhig. Wetter ein bisschen besser, wäre nicht toll. Euch ein schönes Wochenende. Ruhiges, besinnliches Wochenende. Denkt mal über einige Sachen nach. Schreibt ein bisschen, egal wie. Das war's mal wieder für heute. Ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Euer Michael. Tschüss.